Sascha war mal wieder on Tour und diesmal auf der Retro Gamescon in Soltau. Zusammen mit meinem Bruder haben wir dort verkauft. Das war ja mal wieder sehr, sehr schön. Ich habe nicht ganz so viele Aufnahmen gemacht, deswegen blende ich so ein bisschen nur dazu ein. Auf jeden Fall war das wieder sehr, sehr schön. Viele bekannte Gesichter getroffen, viele gute Gespräche geführt und es hat ja viel Spaß gemacht. Auch wenn ich sagen muss, der Verkauf war so mäßig, weil es war Urlaubszeit. Man merkte das leider auch. Dennoch haben mein Bruder und ich so ein paar Sachen auch gefunden. Und das muss ich sagen, ein paar schöne Stücke eben halt für unsere Sammlung. Und das machte auch Spaß dadurch, so ein bisschen, sich ein bisschen durchzuwühlen durch die anderen Stände und ja, Sachen für die Sammlung zu finden. Die Convention selbst, wie gesagt, war trotzdem gut besucht. Es waren sehr, sehr viele da. Aber es war so ein bisschen ein Überangebot, kann man auch sagen. Die Leute wussten dann teilweise nicht genau, kaufe ich da oder da. Manche hatten spezielle Vorstellungen und dadurch, das merkte man schon. Und irgendwie auch das so, die Preise. Also man, es ist schon schwer, es einzuschätzen. Für viele, vieles war für viele eben halt viel zu teuer. Auch wenn man das Gefühl billige angeboten hat, wie dem auch sei. Ich glaube, es ist zurzeit so eine Phase, dass so auch dass die Sammler gefühlt so ein bisschen gesättigt sind. Aber sie gucken gerne, sie schauen gerne. Man hat dadurch viele Gespräche geführt und viele waren einfach nur neugierig. So ist es ja auch manchmal. Naja, wie dem auch sei. Ansonsten, die Veranstaltung war sehr schön organisiert. Es gab eine Würstchenbude vor der Tür und so konnte man sich stärken. Es war sehr luftig und es war auch genug Platz, dass man rumgehen konnte. Das ist in dieser Location wirklich sehr, sehr schön organisiert. Sie war voller als beim ersten Mal. Da gab es mehr Freiflächen. Jetzt waren auch mehr Händler. Das machte vielleicht auch aus, dass die Leute mehr verglichen haben, wo es einem besser passte. Jeder hatte aber auch so eine gewisse Spezialisierung. Es gab so ein, zwei, die hatten zum Beispiel PC-Bigboxen, sehr viel konsolenlastig natürlich auch. Dann gab es Japan-Stuff. Ja, und sogar eine Ecke, wo Retro-Games gespielt werden konnten, obwohl da bin ich kaum gewesen. Also in dem Sinne, ja, habe ich eigentlich mehr Gespräche geführt, versucht zu verkaufen und letztlich bin ich immer wieder mal rumgewandert und habe gekauft. Nicht nur für mich, so habe ich zum Beispiel bei einem Nachbarhändler gesehen, der hat Aufsteller, Promotion-Aufsteller, waren welche von Assassin's Creed, Mirage und ich habe dann meinen Kumpel Manuel von Sammlerschutzhöhlen angerufen und gefragt, sag mal, das ist doch was für dich. Und er sagt, ja, ist was. Habe ich einen schönen Deal mit ihm mit dem Verkäufer ausgehandelt und dann habe ich für den Manuel diese schönen, ihr könnt es jetzt auf dem Foto sehen, schönen Aufsteller, oder ihr konntet es überhaupt auf dem Foto sehen, diese schönen Aufsteller erworben. Ja, da freut er sich sehr drüber und so kommt es eben halt. Man guckt auch ein bisschen für die anderen mit. Ansonsten, ja, war das sehr schön. Und ich will gar nicht mehr drum herum reden. Also wir haben einiges, wie gesagt, mitgenommen. Hier liegt so ein bisschen was. Ich zeige euch zuerst, was ich gefunden habe und dann, was mein Bruder hat. Denn ich bin so ein bisschen im Merchandise-Bereich gegangen. Ich werde aber auch euch sagen, dass ich nicht wirklich jetzt über die Preise rede, weil es waren nicht immer, es waren normale Preise, die ich bezahlt habe oder auch mein Bruder. Ein paar waren wirklich dann ausgehandelt, weil man sich sozusagen gedealt hat. Deswegen zeige ich euch einfach, was ich mir gekauft habe. Ohne jetzt die Preise zu nennen. Tut mir leid deswegen. Aber egal, ich fange an. Was habe ich mit mir erworben? Das Erste, was ich entdeckt habe, was ich irgendwie sehr interessant gefunden habe, ist diese Tomb Raider Uhr. Und zwar von Shadow of the Tomb Raider. Das ist wohl auch ein Stück Merchandise von Numskull. Konnte man wohl auch mal erwerben. Irgendwie, ich bin ja so ein bisschen im Merchandise begeistert eben halt letzter Zeit durch meinen Kanal Games Promo Archive. Ist unten eingeblendet oder nicht eingeblendet, ist in der Verlinkung sozusagen unten zu finden in der Beschreibung. Naja, und da möchte ich das auch alles vorstellen. Diese besonderen Sachen, diese Merchandise und auch Promo-Merchandise. Naja, jedenfalls habe ich dieses schöne Stück gefunden. Zeigt nur die Uhrzeit an, aber egal. Ist halt schön. Weiter ging es bei einem, der hatte wirklich sehr viel Merchandise und da hatte ich auch die Aufsteller gekauft. Da habe ich so in seiner Grabbelkiste gewühlt und da habe ich hier eine ganze Menge Stuff gefunden, was er so übrig hatte. Das war so ein Vorbesteller-Promo-Teil, was man kriegen konnte, und zwar zu Final Fantasy 16.
sind ein paar Trading Card, ein paar Charakter Artworks drin, so ein paar überhaupt Artworks. Und ja, gab es glaube ich auch bei Mediamarkt Saturn in dem Sinne das als Vorbesteller oder so. Ja, auf jeden Fall habe ich es mir mitgenommen. Macht sich ganz gut. Ich habe das glaube ich schon mal in einem Pickup gezeigt, da habe ich es für meinen Bruder über einen anderen Kollegen besorgt. So, dann hatte er auch da liegen hier so zwei Tütchen von Dragon Age Origins. Ich mache das nicht auf übrigens. Ich will sogar ein Protect the Evil, Protect Against Evil steht hinten drauf. Und von Dragon Age 2 ist auch noch ziert. Das soll irgendwie ein aufblasbares Schwert und eine aufblasbare Axt sein, aber ich lasse es so. Wenn ich ein Foto davon finde, wird es auch eingeblendet. Dann Kühlschrankmagneten. Drei Stück an der Zahl für die Wii. Ja, irgendwie cool. Ne? Ich habe hier mit meinem Herd. Ja, die kleben gut. Irgendwie cool. Und dann einen Schlüsselanhänger von Zelda Spirit Tracks für den 3DS. Fand ich irgendwie richtig cool. Ich weiß auch nicht, ob das Promo-Merchandise ist oder Werbe-Merchandise. Auf jeden Fall fand ich es cool. Geschenk gekriegt habe ich ein Bild am Sonntag, den Pin von Deutschland 2024 Sommermärchen Gastgeber-Pin. Jo, als Pinsammler nehme ich das gern mit. Und das kann man jetzt hier auch schwer sehen. Das ist hier drin ein Bleistift und ein Holzanspitzer. Aber das Coole ist eben halt, beides, ich versuche es mal so zu drehen, dass ihr es jetzt besser sehen könnt, hat Capcom draufstehen. Also Capcom-Werbung, sowas nehme ich gerne mit und passt sich gut. Ja, dann habe ich mitgenommen noch zwei Steelbooks, einfache Steelbooks, waren ja auch so Vorbesteller-Steelbooks, glaube ich. Einmal von Dragon's Dogma 2, auch richtig cool, hier hinten steht das so. Innen drin ist nur eine Landschaft. So. Macht sich richtig gut. Und von Diablo 3. Habe ich so noch nicht gesehen gehabt von Blizzard. Oh, gut, hier seht ihr irgendwie ein Monster oder irgendein Gegner. Ich kann ihn nicht identifizieren, aber ich bin auch nicht so der Diablo-Spieler, aber ich fand das cool und habe ich auch für einen günstigen Taler mitgenommen. Dann in einer, ich sag mal, Grabbelkiste, kann man auch so sagen, beim anderen Kollegen, den Wolf, den grüße ich an dieser Stelle. Ja, der hatte da liegen ein Resident Evil Poster und zwar vom RPD. Das ist aus der Collector's Edition, aber er hatte es lose, nur das. Und auch wenn ich die Collector's Edition habe, das nehme ich gerne nochmal mit. Sowas macht sich gut, kann man sich aufhängen oder was auch immer. Jeden Fall sowas Cooles, ja, wollte ich dann auch nicht liegen lassen. Ja, bevor wir dann zu den Spielen kommen, die wir gefunden haben, und wir haben ein gutes Gemisch an klassischen Spielen, man wirklich kein neues Spiel, aber so sind ja eben halt Retro-Börsen. Zwei Bücher haben wir mitgenommen, beziehungsweise mein Bruder, ein Buch in Englisch und zwar The Flame Wars. In dem Buch geht es um den Amiga, den Atari ST und die ganze Auseinandersetzung mit der Technik und auch der persönliche Krieg zwischen diesen beiden Vereinen sozusagen. Ja, oder wie soll ich sagen, das ist ja ein Kampf gewesen der beiden Systeme und hier werden die Spiele auseinandergenommen und die Technik besprochen und eben halt die ganze Firmengeschichte, was eben halt auch eine Auseinandersetzung war, aber eben halt am besten werden auch, wie gesagt, die Titel genommen. Der Übersetzer, beziehungsweise, Übersetzer ja nicht, weil es in Englisch ist, aber einer der Mitautoren war vor Ort und hat das für meinen Bruder auch signiert. Ja, und aller möglichen Kram gegeben. Also in dem Sinne könnt ihr auch bestellen. Ich glaube, es war um sie 30 Euro, also kostete das Buch. Auch ein Buch, was ihr auch bestellen könnt, auch über Amazon und über gameplan.de zum Beispiel, kostet auch, glaube ich, um die 30 Euro, ist dieses Buch auf Deutsch und zwar über die Erschaffung von Prince of Persia von Jordan Mechner, deutsch bearbeitet von Stefan Freundorfer.
Der war auch vor Ort, hat es auch für meinen Bruder signiert. Na, wo ist das? Wo hat er signiert? Wo hat er denn unterschrieben? Ich habe das doch gesehen. Ach, da. Da steht das. Das Buch werde ich mir nochmal in einem extra Video genauer angucken und auch ein bisschen über Prince of Persia reden. Prince of Persia war ein Spiel, was ich und mein Bruder auf dem Amiga sehr intensiv gespielt haben, weil es, ja, es war so ein Action-Rätsel-Plattformer und auch tolle Animationen und die Geschichte, wie das entstanden ist, ist sehr, sehr spannend und der Stefan hat die Tagebücher von Jordan Mechner genommen, das ist übersetzt ins Deutsche und hat daraus, ja, hat die Geschichte erzählt und auch sehr viel mit Informationen ergänzt, ist auch mit sehr, nicht nur eben halt ein reines Tagebuch, sondern auch mit sehr vielen Bildern und Screenshots untermalt, wie die Entwicklung war dieses besonderen Spieletitels, der bis heute eigentlich ja die Macher auch ja, Einfluss genommen hat in die Spielegeschichte. Ja, wie gesagt, dieses tolle Buch hat er mitgenommen, kann ich euch auch ins Herz legen. Wie gesagt, bei Amazon, gameplan.de, man kann es bestellen. Es lohnt sich wirklich für wirklich welche, die in den Spielsektor eintreten, nee, kann man nicht sagen. Aber auf jeden Fall die, den Spielesektor beeinflusst haben und die auch gerne mal diese Klassiker davon mehr erfahren wollen. Ja. So, meine Stotterer werdet ihr ja ungeschnitten auch erleben, wie dem auch sei. So, jetzt wollt ihr aber wissen, haben wir irgendwelche Games mitgenommen? Ja, und ich fange an mit Games, die ich gefunden habe, die ihr auch dann später bewundern könnt auf meiner Instagram- und TikTok-Seite Games Promo Archive. Denn ich habe ein paar Promos gefunden, 6 Promos an der Zahl und ein paar richtig wunderschöne habe ich mitgenommen. Und zwar einmal World of Final Fantasy. Dann, da muss ich aber noch die Hülle tauschen, die ist leider kaputt. Für PlayStation 2 Indiana Jones, The Original Adventures von Lego. Dann eins, das ist hier so eine blaue Hülle, deswegen klappe ich es auf. Für PlayStation 2 The Operative, No One Lives Forever. Auch so ein Ego-Shooter, ja, Krimi, ne, Thriller-Abenteuer, richtig gut. Und jetzt kommen Brecher. Die habe ich da bekommen für meine Sammlung und das ist hammer heiß. Ja, hier, PlayStation 2, Resident Evil 4 in der deutschen Fassung. Dann in der PG-Fassung Silent Hill 4, The Room. Und jetzt das absolute Mega-Highlight, Silent Hill 2. Richtig cool. Ich liebe diese Promos. Ich war nur so blöd. Der Betreffende hatte noch Silent Hill 1 für die PlayStation 1 da liegen als Promo. Ich habe das mir rausnehmen wollen und irgendwie, dann, weil ich diese Titel sah mit Cover und war so geplättet, dass ich das komplett vergessen habe. Aber er hat mir einen wunderbaren Deal gemacht und ich habe also diese wunderbaren Stücke jetzt in meiner Sammlung und die werde ich euch bald eben halt auf diesen beiden Plattformen in einem kleinen Reel auch in dem Sinne genauer vorstellen. Genau. So. Und mein Bruder war natürlich auch nicht untätig, er lief rum und hat eine ganze Menge mitgenommen. Und zwar, ich fange an mit dem Einfachsten, um zur Vervollständigung seines Games, denn er hat nur die Anleitung dieses Super Nintendo Spiels gekauft, wovon er die Box und, also er hatte nur Box und Modul. Und jetzt hat er auch die Anleitung von Super Turricane, ein deutscher Klassiker, den man einfach haben musste. Hier steht zwar Hudson Soft, aber es im Endeffekt ist es ja ein Factor 5 Spiel. Ja, das musste in die Sammlung. War auch nicht günstig. Diese Anleitung kostet leider auch schon ein bisschen. So, dann hat er 2 Spiele noch gekauft von unserem Nachbar eigentlich, der sehr viel japanisches Spiel hat. Hier ein Spiel für ein japanisches Spiel aus der Tales of Reihe und zwar The Tempest. Das ist ein Rollenspiel für den Nintendo DS. Gibt es leider nur in Japan, aber ja, musste sein. Und in dem Sinne passend zum Buch, die Mega-CD-Version von Prince of Persia. Steht ja auch hier, seht ihr, ein Game by Jordan Mechner. Ja, richtig gut. Und falls ihr ein bisschen Bohrgeräusche hört, ich gerade, wenn ich es aufnehme, mittendrin fängt irgendein Nachbar bei mir an, mit der Bohrmaschine zu spielen. Ja, shit happens. Wie dem auch sei, wollen wir weitergehen. Highlights.
Ich bin jetzt hier schon wieder beim Deutschen gewesen, aber mein Bruder hat noch 4 japanische Spiele gefunden. Und ach so, ich werde jetzt die Spiele nicht auseinandernehmen. Auch ich habe hier ein paar PC-Bigboxen eigentlich hauptsächlich dann noch. Das wird irgendwann mal einzeln betrachtet. Ich möchte die Spiele so ein bisschen einzeln besser würdigen können. Deswegen zeige ich euch die nur rein so. Und zwar, hier haben wir 3 Super Famicom-Spiele, 4 Super Famicom-Spiele, die mein Bruder für die Sammlung sich zugelegt hat. Die japanischen Spiele sind etwas kleiner in der Box als unsere Famicom-Spiele oder Super Nintendo-Spiele, wie das eben halt bei uns hieß. Einige dieser Spiele sind auch nicht in Deutschland rausgekommen, aber sie sind eben von der Box und von der Artworks eben halt wunderschön. Hier haben wir Dragon's Knight 4, ja, hochkant. So ist es manchmal. Also die konnten sich auch nicht einigen. Auch hier ein Titel auch vom Band Presto, wie genauso wie das von 1995. Fallen Story, auch ein interessantes, ja. Ja, Rundentaktik, Rollenspiel. Dann hier die Fortsetzung von Landstalker, wenn man wirklich das richtig verstand, von Taito. Lady Stalker ist eben halt Taito. Und ihr seht, die besteht aus Super Famicom und auch so ein, ja, so ein Action Top-Down Rollenspiel, auch richtig gut. Oder ja, ein bisschen Action-Rollenspiel. Und ein Klassiker, ein Spiel, was man eigentlich von dem Cover gar nicht wirklich sieht. Es ist ein Mech-Spiel, aber hier haben wir Front Mission 1. Das ist Japan auch. Ihr seht, der Zustand ist top. Das ist wie ein Neuzustand und die sind alle wirklich mega. Mein Bruder wollte erst noch mehr von dem Betreffenden, aber von der betreffenden Person, weil die wirklich zu einem günstigen Kurs angeboten wurden. Aber zum Ende hat jemand die aufgekauft und ja, mein Bruder hat jetzt sich nur da gegriffen. So, und dann geht's weiter mit Big Box Spielen, denn mein Bruder hat seine Leidenschaft PC Big Box Spiele Klassiker gefrönt und hat da ein paar schöne mitgenommen, und zwar hier einmal Ultima Underworld und Ultima Underworld 2 in dieser Double Edition, auch richtig klasse. Hier haben wir eine weitere Doppel- oder Dreifach-Edition von 3 Text-Adventure-Spielen, das gab es eben halt, das war ja frühe 90er, ja, in die 90ern. Und zwar das Party-Pack von Spellcasting 001, und zwar Sorcerers Get All the Girls, The Sorcerers Appliance und Spring Week. So ein bisschen leicht erotisches Adventure, hier so in dreien, auch richtig, so ein bisschen, ja, man könnte sagen, im Endeffekt auch so ein Leicester Sweet Larry-Verschnitt. Dann sogar noch Sealed, die deutsche Version, und zwar von LucasArts Classic Simulations. Einmal diese wunderbare Edition hier hinten an der Seite, schon leicht aufgerissen, aber sonst noch Top-Zustand, Sealed. Hier haben wir Secret Weapons of the Luftwaffe mit allen Add-ons. Ich habe die auch 2 als Einzel-Big-Box, und das aber in dem Sinne schwer zu finden. Battlehawks 1942 und The Finest Hour und The Finest Hour Missions, auch richtig cool. Flugsimulation von LucasArts, dem Macher der, ja, Monkey Island Teile und so weiter. Weiter geht es mit einem weiteren Ultima, und zwar Ultima 8 Pagan, auch in der Big Box. Und ein Klassiker, unter anderem mitgewirkt von mit Chris Roberts, der ja auch Wing Commander gemacht hat und jetzt jetzt habe ich gerade einen Blackout. Star Citizens, diese ganze aktuelle Zeldon-Simulation. Er hat mitgearbeitet an Strike Commander, auch hier von Origins. Richtig schöne Big Box. Auch ein Klassiker, und mein Bruder, wie gesagt, hat sich mit Klassikern eingedeckt. Ein Spiel, was ich geschenkt gekriegt habe von dem lieben Stefan. Danke nochmal. Und zwar Star Wars Battle Pack für den PC, Force Commander, X-Wing Alliance und Star Wars Rogue Squadron 3D in dieser Collection. Richtig cool. Schöne Sache. Und dann etwas, zwar 2 Add-on Packs von einem Klassiker, der auch mittlerweile, man kann ihn auch auf den aktuellen Konsolen als Download kaufen. Und zwar Quake 1, Mission Pack Nummer 1.
Ihr seht, da ist nicht viel. Ist ja ein 3D-Shooter à la Doom und Co. Dann haben wir hier Quake Mission Pack Nummer 2. Auch hier so ein paar Bilderchen. Richtig tolles Game. Ja, und dann hat er noch zwei Klassiker mitgenommen. Von Interplay haben wir hier das erste. Ist ein, ja, auch so ein altes Rollenspiel für den Atari ST, aber es ging jetzt, glaube ich, ist es, ne? Ist es, ja, glaube ich, ja. Das ist PC. Ne, für PC. Und zwar The Lord of the Rings von J.R.R. Tolkien. Ne, von Interplay, auch richtig cool. Schöne Box, toll im Zustand. Und auch ein Klassiker, wo hier auf der Box Atari ST draufsteht, ist es die Amiga-Version von Draken. Auch ein Rollenspiel der alten Zeit von Infogrames. Auch richtig cool. Und ihr könnt sehen, das ist wirklich hier. Deswegen, das wird mal alles nochmal einzeln mit Handbüchern. Das sind ja meistens auch mehrere. Das ist ein richtig schönes Handbuch. Ich zeige es euch nochmal vertretungsweise. Wir nehmen hier so ein richtig dickes Handbuch. Und Disketten. Und diese Disketten sind sogar bedruckt. Ich habe hier mal Disk 2. Richtig cool. Ja, also diese gesamten wunderschönen Big Box Spiele hat mein Bruder erworben. Ja. Und somit haben wir ein bisschen was mitgebracht und ein bisschen dagelassen bei anderen Leuten. Ja, so hat sich das alles verteilt. Ja, und das soll es auch gewesen sein. Mehr kann ich euch nicht. Ihr seht ein paar Bilder. Die Sachen teilweise werde ich nochmal in Einzelvideos zeigen, sozusagen. Die Big Boxen werden nochmal einzeln auseinandergenommen. Künftig, ne, nicht nächste Woche. Und die Promos, das wird einzeln alles auf meinem TikTok und auf meinem Instagram-Kanal gezeigt, Games Promo Archive. Da gerne abonnieren und oder beziehungsweise ein Like hinterlassen und folgen sozusagen, um es genauer festzustellen. So, das war's auch schon. Das war wieder eine wunderbare Retro Gamescon und ich freue mich auch nächstes Mal wieder dabei zu sein. Egal, ob es was bringt oder nicht, die Leute zu treffen, das ist meistens schon die Mühe wert. Es war warm, es war wunderschönes Wetter und ja, es ist eine schöne Gemeinschaft. Und kommt gerne vorbei, erlebt einfach die Atmosphäre, das macht schon sehr viel Spaß. Ansonsten, das soll es gewesen sein. Liken, teilen, abonnieren. Was ist hieraus euer Highlight? Und kennt ihr manche dieser Big Box Spiele? Wollt ihr da mal noch ein bisschen genauer wissen? Ne? Und ja, macht nicht und einfach. Das war's. So, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wenn wieder Sascha on Tour ist.